Frau Ministerin Gabriele Heinisch-Hoseck hat jetzt angeregt, das Po-Grapschen strafrechtlich verfolgen zu lassen. Was halten Sie von diesem Vorstoß? Meiner Meinung nach ist es völlig in Ordnung. Also ich würde mit dem Entschluss anschließen. Und diejenigen, denen es gefällt, die können sich ja dann immer noch entscheiden, ob sie jemanden anzeigen oder nicht. Ja, ich finde es eigentlich richtig, weil das Angreifen, warum soll man eine Frau angreifen dürfen? Die kann man auch nicht einfach angreifen, wo es mir passt. Also ich finde, was die Frau Ministerin sagt, ist ein bisschen nach oben geschwätzt, weil ich glaube nicht, dass jeder Mann, wo an einer Frau vorbeigeht, sie begrapscht oder anlangt, wie man bei uns sagt. Wenn ein Mann einer Frau einmal ein Kompliment in der Sache macht, dass sie ein schönes Dekolleté hat, finde ich das eigentlich ganz toll. Ja, also wie ich mitgekriegt habe, war es verwaltungsmäßig bereits schon verboten. Aber im Augenblick gibt es wichtigere Dinge, als wir Po-Grapschen. Ich meine, dass das Po-Grapschen wirklich absolut unmöglich ist, das, glaube ich, muss ich als Frau nicht betonen. Wenn ein Chef das bei einer Angestellten macht, dann ist sie in einem Abhängigkeitsgefühl oder in einem Abhängigkeitsverhältnis und das ist natürlich ziemlich schwierig, das zu verfolgen.